Herr Ottel, Herr Potowski wiederum hat ja schon berichtet, dass ich ganz private Fragen vorbereitet habe mit knallharter Recherche. Und deswegen werden wir jetzt mit der Hotline anfangen. Ich bitte dich, Uli. Esther hat das vorbereitet. Ich habe das alles vorbereitet. Ja? Ja, also bitte vervollständigen folgende Sätze. In meiner Fußballkarriere habe ich noch Folgendes vor. Ja, das wird schwer. Weltmeister wurde da reingerufen. Hier. Ein Schalker sagt das natürlich. Ja. Also, was haben Sie vor? Noch mindestens 5 gesunde, erfolgreiche Jahre zu haben. Jawohl! Herr Ottel, als ich mit 11 Jahren zum FC Bayern kam, in dem Fall Sie, war das für mich? Mein größter Traum, irgendwann mal hinter dem Zaun zu stehen. Und das heißt eben auf dem grünen Platz, weil davor war man eben nur auf der Straße und hat nur reingeschaut. Hat geklappt. Nachvollziehbar. Was ganz Schwieriges jetzt, hat sich alles Esther ausgedacht. Mein härtester Gegner beim Schafskopf war? Leider Philipp Lahm. War er besser? Ja, er passt immer sehr gut auf, er zählt immer mit und er weiß ziemlich oft, welches Blatt schon gespielt ist und er ist da ein Fuchs. Jetzt wird es liebevoll. Jetzt wird es liebevoll. Sie haben Philipp Lahm schon erwähnt, dann bleiben wir doch gleich bei ihm. Die Hochzeit von meinem Freund Philipp Lahm war für mich ein wunderschöner Tag mit einer lustigen Party, die sehr lange gegangen ist. Hat Ihre Freundin den Hochzeitsstrauß gefangen? Gott sei Dank nicht. Nee, ich glaube nicht. Also nicht, dass ich es wüsste. Aber noch nicht verheiratet. Hätte ja sein können, dass man da selber mal auf den Gedanken kommt. Ne? Es wäre ein schöner Gedanke. Ja, es wäre ein schöner Gedanke. Steht aber nicht an. Stimmt. Schön rausgerettet. Stimmt. So, weiter bitte. Und bei dir steht das auch nicht an, ne? Doch, natürlich. Irgendwann. Ach ja, sie hat mir versprochen, dass sie dieses Jahr noch heiratet. Aber mehr sagen wir dazu nicht. So, das ist jetzt sehr privat. In meiner Freizeit surfe ich gerne im Internet und schaue mir dort am liebsten an Sportnachrichten. Einfach Sportnachrichten. Sky Sport News AD, selbstverständlich. Ja, so trocken wollte ich es jetzt nicht sagen, aber... Nee, kannst du nicht. Die sind auch nicht trocken. Nein, ich... Lieblingssportart neben dem Fußball? Viele. Tennis, Skifahren, teilweise Golfen. Also sehr sportbegeistert. Jetzt Olympia, das war ja aktuell, Olympiade. Alle Sportarten. Herr Ottel, jetzt kommt eine ganz spannende Seite von ihm. Finanzberater wäre ich gerne geworden, weil... Jetzt bin ich sehr gespannt. Weil man, wenn man denkt, es im Griff zu haben, sich vielleicht bereichern kann und aus 1 Euro 2 Euro machen kann. War es aber für Sie schwer, mit diesem vielen Geld umzugehen, was man ja als Fußballer verdient, auch gerade beim FC Bayern? Das sind ja schon ordentliche Summen. Ja, ich habe von meinen Eltern einen Tipp gegeben. Die haben mir gesagt, mit deinem ersten Monatsgehalt kannst du machen, was du willst. Und danach haben sie da ein Auge drauf geworfen und haben... da auch immer die Hand drauf gehalten und haben mich... Ausgerechnet die Mama, die erst nicht fahren wollte, ne? Ja, aber das ist ja das Gute an der Mama. Aber das Interessante finde ich jetzt, was Sie mit Ihrem ersten Monatsgehalt gemacht haben. Ja, was man macht, man kauft sich Klamotten, man kauft sich nur Blödsinn. Also nichts, was man irgendwann mal gebrauchen kann eigentlich.